Zinsen. Ach, Zinsen. Da kriegst du heute als normal. Otto, ich esse nur noch Fertigsuppen. Das bisschen Sparbuch, das geht ja auf die Ernährung. Da sollte man mal, nicht, wenn ich schon die ganze Zeit von Fake gesprochen und da, also da muss man auch darüber mal. Wir hatten ja, es war ja Krieg, nicht? Und die Amis, die hatten ja damals schon diese Einkaufs-Super, wo man alles kaufen kann, nicht? Gott, wir, da war der Bauer, nicht? Den kannte man, der hat da sein Vieh, die Tante Emma Läden, nicht, wie das damals hieß, da ist man einfach hin. Ja, aber diese ganze Chemie, die hatte ja damals nur Dr. Oetker. Nicht? Aber wenn man da heute in einen Supermarkt, sehen Sie mal, da heißt es immer, die Leute werden zu bequem. Und die ganzen Fette, ja, wenn wir das damals... Das hatte man, wir hatten ja nichts. Aber wenn es dann immer heißt, die jungen Leute von heute, ja, ha, 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 ha. Unsinn. Die haben auch nichts. Ich sehe es ja an der Rente. Oder nehmen Sie mal dieses Harz. Das steht ja da drin. Nicht? Essen pro Erwachsener pro Tag 4,28 Euro. Ja, da kaufen Sie natürlich auch den, wie heißt der, Analogkäse oder die gequirlte Fischchemopampe. Natürlich. Das macht sich doch bemerkbar. Da können Sie als Tante Emma. Nicht? Und wenn man das auf die große Masse und was das für den Bauern bedeutet, ja, egal jetzt auch in Afrika. Und damit wären wir wieder bei der Chemie. Das ist ja auch gesundheitlich. Unterm Strich kann man sagen,